Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Und einer kleinen Kuschelstunde mit unserem Adler. So, als nächstes folgt die Quest. Ah ja, die Klinge der Göttin. Und dazu müssen wir sie mal ansprechen. Das machen wir jetzt. Hey, hier wird nicht fremd geflirtet. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Ja. Ladebildschirm. Ach, wie ich ihn liebe. Oh, das ging noch recht zügig. Mittelmeerküste. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Dort, siehst du das? Zeigst du Bayek schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Och. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie an. Willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit den Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört. Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Metzschei! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolomea! Verbrennt sie! Alala! Wir haben sie, Matrosen! Lass sie brennen! Von unserem Feuer! Deckung! Bereit zu feuern! Achtung! Aufpassen! Verdammt! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Mein Schild ist verbrannt! Halt durch! Bereit so, zu feuern! Das hätten wir. Feuer! Wann können wir denn mal Kugeln schießen hier? Feuer! Bereit Achtung! Zu feuern! Jo. Bereit zu feuern! Fahrt an!
Normale Fahrt! Normale Fahrt! Leichte Schlagzeilen! Deckung! Normale Fahrt! Auf geht's! Da kickst du, wa? So, guck mal hier. So geht das. Achtung! Achtung! Sehr gut gemacht! Das Seefahren liegt dir im Blut! Natürlich. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Okay. Kapitän, mein Schild riecht hier. Da! Noch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Rays Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala, alala. Oh, vier Stück. Die Flotte erwartet Befehle, Euer. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Fahre nicht mit Munition! Klotzen! Nicht kleckern! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Eieiei! Ganz schön was los hier! Oh. Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Sag mal. Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen und es wird Feuer auf sie herabregnen. Greift an, ihr Faulpilze! Normale Fahrt! Deckung! Fahrt an! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! So, ihnen den Weg! Lass sie nicht wenden! Deckung! Oh, so können wir jetzt nicht zurückschießen. Bereit zu feuern! Achtung! Wir werden angegriffen! Achtung! Deckung! Oh, nimm das! Normale Fahrt! Feuer! Zeigt keine Gnade! Schickt sie zum Meeresgrund! Also da war das wirklich im Black Flag ein bisschen schöner gelöst. Feuer! Achtung! Wir werden angegriffen! Das war ein bisschen spät. Mist! Achtung! Normale Fahrt! Sagt es, Senu! Wir werden angegriffen! Normale Fahrt! Das Problem ist, dass die sich dahinter verstecken. Deckung! Bereit, Rückfeuern! Deckung! Fahrt an! Normale Fahrt! Achtung! Sag zurück, Senu! So. Achtung! Mach mal was. Verdammt! Erwischt! Feuer! Bereit zu feuern! Deckung! Normale Fahrt! Feuer! Mehr haben die nicht drauf? So. Eins noch. Verbrennen sie wie Reh! Schiff hat ganz schön Schaden, ne? Feuer! Deckung! Und zurück. Jawohl. Auf geht's! Normale Fahrt! Feuer! Bereit zu feuern! Hopp, nachladen, schießen! Zack.
bloß mit lustig hier. Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Zwei Schiffe versenkt. Ja. Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer, weil Zeus eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Oh Mann, sie schicken eine Orkere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon, ersticken sollst du an diesem alten Fisch. Kopf hoch, alter Mann. Beleidige die Götter nicht ohne Grund. Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. Ein Biest muss noch erlegt werden. Haha. Deckung! So. Feuer! Feuer! Achtung! Das kriegen wir noch hin. Das Schiff ganz schön beschädigt ist. Fahrt an! Normale Fahrt! Feuer! Achtung! Aufprall! Feuer! Normale Fahrt! Auf geht's! Feuer! Achtung! Und zurück. Und Deckung! Und zurück! Und Deckung! Wir werden angegriffen! Feuer! Feuer! Deckung! Schlag zurück, Senu! Achtung! Schlag zurück, Senu! Normale Fahrt! Zugleich! Normale Fahrt! Bereit zu feuern! Feuer! Interessant, da war noch ein Schiff, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Fahrt an! Normale Fahrt! Schlag zurück, Senu! Was noch eins? Feuer! Jetzt ist voll gut hier, ey. Normale Fahrt! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! So, wo ist das Digga da hin? Auf geht's! Deckung! Am Anfang nicht so viel eingesteckt, ey. Zugleich! Normale Fahrt! Feuer! Fahrt! Achtung! An. Normale Achtung. Fahrt! Aufprall! Nicht gut. Gar nicht gut. Schlag zurück, Senu! Deckung! Bereit zu feuern! Deckung! Schlag zurück, Senu! Ja, genau, so Achtung. Ist es schon. Wir werden angegriffen! Feuer! Achtung! Ah, aufpassen. Fertig? Feuer! Sehr schön. So gefällt mir das. Hätten wir das. Die Götter haben Humor, ja. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wiederentdeckt. Bayek, du bist ein glücklicher Magi. Allerdings.
Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Arme, ja, die ganze Zeit in Mitte steht. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller. In der Hitze des Gefechts. Ja, ja, jetzt. Lass mal weiterfahren hier. Wohin? So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Mensch. So ein Quatschkopf. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Aya. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Hm. Okay. Abhauen. Was? Spielen wir jetzt die gute Aya, oder wie? Hopp, hopp, hopp. Wie ein Metzger. Hackebeil. Zuck, 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 zuck. Aya, die Metzgerin. So, jetzt könnte es aber wirklich mal weitergehen. Piu. Och Mann, immer diese Ladezeiten. Na bitte, geht doch. Ach, wir müssen gar nicht abhauen. Auch gut. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Das ist jetzt nicht deine Bewaffnet Art. Oder nicht, sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Okay. Dann geh ich mal um. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Natürlich. Ist die Königin wohl auf? Alles gut. Im Teppich eingewickelt ist er. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philakitei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Oh, wie süß. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Ich hoffe, ihr wart zu schnell, habt die Waffen in dem Krug und in dem Obstkorb da versteckt. Sonst sehe ich hier echt schwarz. Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13., Gesandter aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philakitei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Tolle Ausrede.
Muss mir erstmal drauf kommen. Trete zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der Sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Gäste, Legionär. Rühren. Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste Pompeius sterben. Mhm. Oh, ein Köpfchen. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonen Kleopatra. Pharaonen? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Hey, bleib mal geschmeidig. Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle! Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Tja, klar. Willst du irgendwas anhören? Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Lade, lade, lade. Immer wieder, immer zu. Ach, das hört ja gar nicht mehr auf. Aye, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch.
Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Juhu. Gut, das können wir uns dann in der nächsten Folge angucken, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es bis dahin gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da. Und ansonsten bin ich auch für jede Kritik offen. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.